Heute willkommen zurück zu Pokémon Conquest. Im letzten Part hatten wir einen schönen Kampf, aber diesmal von der anderen Seite, also der Terrera-Typ hat uns angegriffen. Und es haben sich ein paar Pokémon entwickelt, zum Beispiel hat sich Webten passt schon, entwickelt und auch Blitzprint, so kann man es auch sagen. Blitzprint zu Blitzprint. So was ganz schön kampfartig hier. Hatte leichte Probleme, aber habe es trotzdem geschafft. Und jetzt habe ich gesagt, auch wenn ich um 300 Stärke schwächer bin, ich gehe zum Terrera-Typen. Ich werde vielleicht auf die Nase bekommen, das ordentlich. Aber wenn man jetzt mal schaut, er hat zwei Boden-Gesteins-Pokémon. Und mit meinem Wasser-Pokémon eine Vierfach-Schwäche, ich glaube nicht, dass er die mehr als zweimal aushält bei beiden Pokémon. Von daher, also sobald das Rehornia weg ist, soll das kein Problem werden. Und das ist sowieso ein Capture the Flag-Modus, das weiß ich noch. So, let's have a battle! Lady Lasher! Shingen benutzt Bodentypen-Pokémon. Ja, das haben wir letzten Part schon rausgefunden. Oh ja. Waren ziemlich bodenständig, diese Pokémon. Echte Pokémon haben hier keine Effekte. Wirklich keine. Ist ja nicht so wie Mystery Dungeon, wo das entwickelt hat. Nein. Das ist hier knallhart. Das hat überhaupt keinen Effekt. Wenn ihr mit Elektro-Pokémon da reingeht. Also. Mit dir zwei muss ich ja immer reingehen. Das wissen wir schon. Dann nehme ich Blitzprint mit, weil es halt weiterentwickelt ist und somit besser. Blinfer. Ja, alle sechs, ne? Ja, aber bei Webten. Ja, okay, es ist zwar ein Glumanda und ein Flonk dabei, aber wenn ich aufpasse und richtig taktisch spiele, sollte das eigentlich kein Problem sein. Okay, auf geht's! Let's battle! Juhu! Ach, Mann, hey. Los geht's! Letzter Part war schon richtig partylos. Ich habe jetzt mal ein bisschen Pause gemacht mit Aufnehmen von Conquest. Also ich wundere, wenn ich ein bisschen verrückt bin. Lasher, ich habe auf euch gewartet! Es sieht anders aus. Oh, stimmt. Der Held hat sich ja auch entwickelt. Sowas sieht man auch nicht jeden Tag, dass sich ein Mensch entwickelt. Wow. Da sage ich mal nichts zu. Okay, eigentlich habe ich nur eine neue Bekleidung bekommen. Ja, okay, okay. Ich glaube, dass dieser Kampf wird Spaß machen, ne? Wenn Lady Lasher unser Gegner ist, dann werde ich alles geben, was ich habe. So sein. Sollen wir beginnen? Let's Becken Terrera. Hat schon mal eine geile Anfangsmusik. Ja, und das ist wie gesagt schon ein Capture Flag Modus. Und ich mag die Musik. Die ist ein bisschen anders. Die hat was. Oh ja, die hat was. Ich mag sie. So, ein Rihornio, ein Floink, ein Zurkex, ein Rihorn, ein. Verdammt, und einen Glumanda? Ein Verdammt! Ja, schon recht. Angriff hat den ersten Zug, wie immer. Ein Turm in der Mitte, in der Wüste? Ist das keine Überraschung? Naja, wir sind in der Wüste, da ist alles möglich. Das ist das größte Gebäude in ganz Ransai! Selbst Flug-Pokémon haben Probleme, dort hochzukommen! Ihr seid... kommen oder ja, Spaß daran, wenn ihr ihn erklimmt. Aber ich bin nicht verantwortlich, was passiert wird. Ja, wie gesagt, es ist ein Capture Flag Modus, heißt, man benutzt diesen Lift, geht da hoch und dann einnehmen und dann wieder runterfahren. Das dauert 3 Runden, also erste Runde hochfahren, dann hier warten, zweite Runde einnehmen und dritte Runde fährt man wieder runter. Also ist schon fies, das ist in der Heilbrunnen und ich habe jedem Pokémon einen Trank mitgegeben. So, ich habe immer gesagt, ich lasse Pummeluff. Also so hier fast keine Chancen einnehmen. Bei Euli bin ich mir nicht ganz so sicher. Ich glaube, hier nehme ich das zweite ein. Das heißt ja auch alle drei einnehmen und für 5 Runden halten. Und wenn man denkt, dass man schon 2 Runden da hoch braucht, dann das Pokémon runterwerfen, braucht 3 Runden und dann in der 4. Runde nimmt man das ein. Ja, das ist böse. Vor allem, wenn man da taktisch sehr gut arbeitet, dann, Moment, Webten, ich lasse ich mal ein bisschen hinten. Dann kann man hier schon sehr böse Sachen machen. Das ist wirklich hallo, hallo. So, alle meine Pokémon angezogen, jetzt ist er dran. Los geht's! Und nebenbei, man kann mit allen Pokémon hier die Palmen wegmachen.
Man kann sie anzünden, man kann sie mit einem Schaufelattacke wegmachen, mit einem Tackle geht alles. Falls euch die Palmen mal stören. Dauert zwar eine Runde, bis die weg sind, aber hey, sie sind weg und dann stören sie nicht mehr. Ich finde sowas cool, solches Detailarbeit hat was. So. Er kümmert sich gerade nicht um die linke Seite, er geht mit allen Pokémon nach rechts. Das ist jetzt nicht so der Oberhammer, aber okay. So, dann Evoli. Ich könnte jetzt schon hochfahren. Das mache ich auch. Moment. Ah, Moment. Nein, nein. Das ist ja erweitert worden. Weil sich ja mein Held entwickelt hat, die Lady Nasha, hat sie eine neue Fähigkeit bekommen, nämlich Courage. Erhöht die Reichweite und den Angriff von Evoli. Oder mit dem Pokémon, das sie mit hat. So, ich mache mal die Palme hier weg. Wups, mit einem ganz normalen Quick Attack. Tschüss, Palme. Hier wieder tauchen da auch Tränke auf. Aber sehr selten. So, Felino. Ich stelle hierher. Ich stelle immer gerne auf eine Reihe auf. Da habe ich bessere Übersicht. So, Webtain macht mal nix. Wenn alle nach rechts kommen, muss ich auch nach rechts ziehen. Außer mit Pummeluft, das sowieso nicht viel kann. Außer mit seiner Fähigkeit einschläfern, die sehr selten vorkommt. Die Gegner einschläfern, aber ohne das. Und ein Push bekommen. Ja, da benutze ich lieber so Pushen. Zack. Andere Push, das packen wir ein und du wartest hier. Wartest auch immer gute Taktik. Oh yeah. So, komm nur her. Nehmen wir das Rihornio. Hat eine Attacke, die eine mega Reichweite hat. Ich glaube, 3 oder 4 Felder was. Aber das Problem ist, alles dahinter, also ein Feld, zwei Feld, drei Felder, kann er nicht angreifen. Es ist ein Reichweitenkämpfer. Man könnte sagen, es ist mehr oder weniger die Artillerie im Spiel. Oh, und ich bin verbrannt. Oh, das ist Pech. So, jetzt ist er mit dem Glumanda oben und mit dem Rihorn. Ich glaube, er kann es nicht hochfahren, ne? Nein, nein, kann er nicht. Weil das Glumanda oben ist. Dann muss man jetzt warten, bis das Glumanda auf die Seite gegangen ist. Und dann erst wieder hochkommt. Und ein Sandsturm! Oh! Ja. Hinterher kommt mal ein Windchen. Und schmeißt die Pokémon einfach so runter und macht Schaden. Einfach so. Kommt alle 300 oder so. Pummeluft, kannst du weitergehen? Der hat noch keinen Schaden bekommen, das ist Pummeluft, also macht dir keine Sorgen darum. So, Moment, zuerst mit Blitbrain, das hat mehr Angriff. Hast du irgendwas? Okay. Okay, Blitbrain davor. Und los geht's! Flubstrahl! Es ging daneben. Und falls ich jetzt frage, warum kann ich Zurokrex nicht angreifen, der hat da oben mehr oder weniger einen Schutz, also. Aber nur von direkt vorne, von der Reichweite her, kann ich ihn angreifen. Das ist richtig fies bei diesen Plattformen. Ups! Aber immerhin, 6 Schaden sind 6 Schaden. So, Blindfahr, die stelle ich hierher. Du greifst diesen Rotomurf an. Ha, jetzt weiß ich den Namen wieder. Die fallen mir immer wieder hin und wieder ein, die Namen von den 5 Generationen. Und hin und wieder denke ich mir, wie heißt der? Ja, da muss ich mich noch immer einarbeiten. So. Webtain, du machst diesen Baum hier kaputt. Oh ja, man kann auch seine eigenen Pokémon angreifen, aber das bringt nichts. Außer ihr habt Moin genau, aber selbst dann ist es ziemlich krass. Courage benutze ich jetzt nicht. Kann ich dich angreifen? Nee, oder? Ah doch. Wieso ist dann bei Blippe nicht gegangen? Muss ich dann nachschauen. So, zurück, Hex. Du bekommst Schaden. Bam! 10 Schaden. Es ist zwar ein Unlicht-Kampf-Pokémon, kann aber keine einzige Kampfattacke, was ziemlich ja ist. So. Pummeluff hoch. Jetzt wird in dieser nächsten Runde kein Wind kommen. Der kommt erst in 2 Runden wieder. Denn Wind hier muss man auch abschätzen können. Das ist richtig fies. Und, ah, Cloud-Attacke. Ah! 48 Schaden auf meinen Gewalt. Gewalt, oder? Webtain. Gewalt ist nächste Stufe. Und er gibt seinen Rihorn hier noch mehr Attack. Woohoo. Und Rockwrecker, und ja, es hat eine Reichweite von 30 gerade. Bam! 119 Schaden. Bam, tot. One-Hit-KO. Aber jetzt hat er einen ziemlich krassen Nachteil. Er muss eine Runde warten. Das ist Rihornio halt. Das ist, wie gesagt, die Artillerie, die muss jetzt, man könnte sagen, nachladen. Und kann nicht angreifen. Kann er machen, was er will. Geht einfach nicht. Weil kann ich als Henry Hornio angreifen und alle andere Sachen machen. Wie kriege ich dieses Glumanda weg? Moment, du bekommst mal mehr Attack. Courage! Bam!
mehr Attack und mehr Range. Jetzt sieht man mal, dass es verbessert worden ist um einiges, die Reichweite. Ja, das sind ein paar Felder, würde ich mal sagen. So, ich stell dich mal hier vor Scrimander und mach Schaden. Mit 25 ist zwar nicht so viel, aber immerhin. BAMS! So, und dann du, Blibrin. Ach so, ist das Blubstrahl. Ja, ich sehe es gerade. Ist auch ein Reichweitenkampf. Ja, ich sehe es schon, ja. 72 Schaden? Ich glaube, das dürfte ausreichen. BAMS! 71 Schaden und tschüss, Scrimander. Das erste Pokémon ist weg. Das meinen Gewaltro. Warum sage ich Gewaltro, wenn es Weapon ist? Probleme macht. So, du stell ich mal hier her und du greifst Trihornion. Es ist zwar vierfach effektiv, macht trotzdem nur 19 Schaden, weil das Feliuno einfach Anfänger ist, könnte man sagen. Vierfach effektiv und trotzdem nur 19 Schaden. Ja. Leicht unterleveln. Aber nur leicht, das geht ja doch. So, du wartest hier wieder. Und Pummelhoff, du nimmst jetzt die Fahne ein. Wupsa. Also man kann da oben auch nicht campen. Bis in alle Ewigkeit, weil irgendwann kommt der Wind und schmeißt euch runter. Und Rihornia, wie gesagt, es muss eine Runde Pause machen. Aua. Das Felino bekommt ganz schön auf die, ja, auf sein Unterteil von diesem Boot-Pokémon. Achtung, Erdbeben. Burps. Das Felino ist schon tot. Ja, ich muss mal Felino extra trainieren, glaube ich. Das dauert zwar ein bisschen, aber bis dorthin dauert es halt. Er geht wieder hoch und dann haben wir in der nächsten Runde wieder den Wind. Oh, der Wind tut Boden-Pokémon nebenbei nichts an. Ich weiß nicht warum, aber es ist so. Da, kein Effekt. Aber mein Pummeluff bekommt Schaden. Bam, 12 Schaden. Und auch das Floink. Warum gerade Boden-Pokémon keinen Schaden bekommen? Ich weiß es nicht. Schon ein bisschen merkwürdig. So, Blibrin, du kümmerst dich um dieses Rihorn mit 103 Schaden. Okay, 101, aber wow, da sage ich mal nichts zu. So, du kommst hierher und machst den Finisher mit 135. Wappa! Tschüss. Ja, wird aber trotzdem spannend werden, glaube ich mal. So, ich kann da jetzt hoch, ja? Dann gehe ich mal hoch. Also gerade nichts oben. Kann ich diese Pfanne auch einnehmen? Und du, Pummelhoff, Moment. Wie viele Pokémon sind gerade ein bisschen angeschlagen? Nur zwei, aber trotzdem. Wenn ich Webten behalte, wäre es ein bisschen nett. Also mache ich mal den Sweet Song. Alle HP werden um mindestens bis maximal 50 KP regeneriert. Mindestens 1 oder 0, je nachdem wie viel man da abgezogen bekommen hat. Ich kann nicht reden, ey. Aber die Musik hier, die ist wirklich geil. Ich finde sie nice. So. Und warum man mit seinem Rihorn hier gerade nicht angreift? Ja, anscheinend kein Bock gerade. Hat nichts dagegen. Da Rihorn hier sowieso noch immer einen verstärkten Angriff hat. Und ja, das Rotomuff ist geil. Das hat nämlich die Fähigkeit, wenn es im Sand steht, heilt es sich. Das ist richtig cool eigentlich. So. Schade, dass mein Evoli noch immer verbrannt ist. Die Verbrennung kann nicht geheilt werden, außer mit dem Item. So, jetzt mache ich mal so. Du gehst nicht hierher, sondern hierher. Und machst einen auf. Ohohoho. Ich glaube, das Flank müsste eigentlich weg sein. Rihornia wird knapp. Und bei Rihornia ist auch sehr langsam. Es ist ein langsames Pokémon, was eine sehr hohe Reichweite hat. Also, man kann es sehr leicht in die Ecke drängen und somit mehr oder weniger nutzlos machen, das Rihornia. Es hat zwar seine Vorteile mit Mega-Angriff, aber es hat auch krasse Nachteile. So. Mehr Genauigkeit mal hier. Und ein Potion fressen. Mampf, 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 mampf. Und jetzt Rihornia angreifen von hinten. Yeah, von hinten. Mit 79 Schaden. Yay. Und vierfach effektiv. Ich glaube, der ist tot. Tschüss, Rihornia. Das krasseste Pokémon im ganzen Spiel ist weg. Wie gesagt, es hat zwar einen krassen Angriff, aber wenn es diesen jetzt nicht nutzen kann, weil es erstens langsam ist, zweitens es mit Reichweite gespielt werden muss, dann ist das schon derbe.
und ich sehe gerade, er nervt mich ein bisschen hier. Moment. Nächste Runde kommt der Wind, also mal runter. Ich zähle da hinten wieder mal mit, wann der Wind kommt, mal nicht. Ist halt nicht schlecht, wenn man das weiß. Also gehe ich jetzt nicht hoch, weil das wäre mehr oder weniger nutzlos. So, ich kümmere mich lieber um das Rotomorph hier, das hier meine andere Fahne einnehmen will. Und du, ja, du stehst einfach mal so rum. Ich sehe gerade, er hat nur noch 2 Pokémon. Wow. Damit habe ich nicht gerechnet. Nur noch 2. So, da heilt sich. Hä? Kein Wind? Normalerweise wäre jetzt einer gekommen. Oder ist das jetzt random? Weil ich habe in Erinnerung, dass es jede 3 Runden kommt. Okay, keine Risiken einnehmen. Ich habe 13 Runden Zeit. Das ist mehr als genug, würde ich mal sagen. Blitzbremsen hoch mit dir. Upsa. Ich finde es schade, dass ich da nicht angreifen kann. Das ist wirklich so, ja. Weiß nicht. Nicht so gut. So, Evoli brennt. Es brennt! Ah! So, Kex heilt sich, wie immer und eh. Und ich glaube, die wird jetzt sogar runtergeschmissen, oder? Ja, nein? Nein, okay. Ich dachte schon. So, er hat zwar 2 Banner. Ah, aber jetzt kommt der Wind. Ah, okay, ich habe mich um eine Runde verzählt. Kann schon mal passieren. Ah! Dieser Wind! Ah! So, Evoli, du sammelst mal das hier ein. Hast links Besseres zu tun gerade? Hui, 170 Gold. Du fährst hoch, indem du einfach nur wartest. Mein liebes Reptan. Ah, nicht das Pokémon, das ist der Dungeon, ne? Du, Pomelo, fährst auch hoch. Stock nach oben, bitte. Ups. Was coole ist, ich könnte ihn jetzt auch aussetzen, indem ich warte, bis er da hochkommt. Und er kommt ja nicht hoch. Was ziemlich fies wäre, aber lassen wir's mal. Naja, eigentlich setze ich mich da selber aus. Ich muss ja alles einnehmen. Komm noch her. Ja, ja, komm noch her mit deiner Schaufler-Attacke. Ja, Schaufler ist wirklich... nicht so gut, der Attacke. So, dann nehmen wir mal einen hier. Moment, wo ist der Cursor? Hallo, Cursor. Ah, hier. Ich finde das hier ein bisschen verwirrend. Wieso kannst du nicht gehen? Hallo? Moment. Jetzt. Habe ich gerade gewundert, warum kann er nicht gehen? Bei dir muss ich etwas warten. Du gehst hierher und dann habe ich alle Fallen mal eingenommen. Yay! 5 Runden! Achso, nein, schon sofort. Okay. Da war es ein bisschen anders. Ein bisschen. Die werden sofort eingenommen. Das ist cool. Und dafür gibt es wie immer sehr viel Freundschaft. Yay, auch fürs Felinus. Also 36%. Wow, das Reptain. Das... Oh, plus 6%. Oh, das gibt Freundschaft, hey. Yay. Und 2 Potions bekommen. Ein bisschen Geld. Und ich kann 3 Helden rekrutieren. Auch den Rihornia-Typen. Aber wie gesagt, er hat zwar einen Mega-Angriff. Und auch den perfekten Pokémon, glaube ich. Problem ist einfach nur, wenn man ihn nicht richtig hinstellt, dann ist er nutzlos. Ist einfach so. Ja. Das war gute Arbeit. Ihr habt mich besiegt, die Löscher. Wenn ich nur was gewusst hätte. Vergesst es, Yukimura. Man kann immer gewinnen. Gewinnen ist nicht immer die beste Wahl. Ich werde euch beitreten, junge Löscher. Hier und jetzt. So wie ich. Hä? Ah, du bist doch auch hier, hä? Stamm mal hier, Freundchen. Jeder, der stark ist und mein Nemesis besiegt, ist es wert, beachtet zu werden. Der Kenshin hat einen Galakladi, ist auch ein cooles Pokémon. Von jetzt an kämpft mit eurer Armee, Löscher. Was? Lady Löscher, das sind große Neuigkeiten. Ab jetzt können wir auch den Psychotyp angreifen. Wenn man es vorhin gemacht hätte, hätte er auch gesagt, ich will nicht kämpfen. Aber jetzt, und ja, das Rihornia hat 100%. Wow, da sage ich mal nichts zu. Aber wie gesagt, es hat halt einen krassen Nachteil. Aber es ist trotzdem, wenn man es richtig einsetzt, ein gutes Pokémon. Also ich nehme es mit. Rihornia ist auch sehr gut und auch ein Glimanda. Mit Feuerbogen? Die Kai. Das ist die Kai. Die Kai der Katsuyori und der Shingen.
Ja, hat was. Okay, alle rekrutieren und somit wieder ein paar Helden bekommen. Davon einen sehr guten. Also wenn man mit dem wirklich sehr gut umgeht, mit den Rihornia-Typen, dann ist das wirklich sehr, sehr böse. So, ich habe sie besiegt und sie sind zum Rückzug gezwungen, egal wo sie sich zurückziehen. Es sieht aus, wir alle werden einen Krieg gegen Nobunaga haben, der Granzai kontrollieren und zerstören will. Ja, wir werden noch einige Kämpfe haben, ja auch einige schwere. Und wir haben schon sehr viel durchgemacht. Ja, aber vorher werde ich euch allen was zu essen machen. Wir haben Hunger! Ah, oh, sieht das köstlich aus! Okay, lasst uns ein bisschen feiern! Ne? Sollen wir? Ja, die feiern jetzt mal eine Runde. Auch nicht schlecht. Nach dem Kampf wird gefeiert. Und gegessen und... Ja, ich sag mal nichts zu. Aber dass der Feind mitfeiert, auch nicht schlecht. Wissen, dass es bald Showdown ist mit Nobunaga, der nicht feind entfernt ist... wird Leschas Armee einfach mal so hinschillen. Bisschen relaxen, muss schon sein, ne? Wow, das finde ich mal einen Auftakt, ey. Weiß irgendeiner, was Merriment heißt? Ich glaube, irgendwie das ist eine Art Gefahr. Mein Englisch ist immer eingerüstet, hey. Wo ist ein Wörterbuch? Ach, egal. Wie auch immer. Wenn sie auch die Party schmeißen, dann Nobunaga ist nicht ganz pausenhaft. Also er macht keine Partys. Das kurze Leben eines Mannes ist nichts gegen das Alter dieser Welt. Aber ich habe einen Traum und eine Illusion und hinter ihnen ist ein Zegrom. Ein Elektro-Drache-Pokémon legendär. Bruder! Was? Das? Nobunaga ist Oichis Bruder? What the hell? Ja, Überraschung. Was ist euer Begehr? Hä? Also, ich bin mit Daily Lash unterwegs, um legendäre Pokémon zu finden. Und um in Ransai Frieden zu bringen. Ah. Wie... Amusung, ich hab das mal gewusst. Nutzlos, was ist das ähnliches? Irgendwas ähnliches mit nutzlos war's. Ich werde es sehen. Und versuchen, dass mein Traum wahr wird. Besiegt mich! Und wir werden sehen. Nobunaga wartet auf euch! In Dragnor! Dragnor, eine ziemlich geile Burg. Lady Lasher, es tut mir leid, dass ich nichts gesagt habe, aber Nobunaga ist mein Bruder. Das war eine Überraschung, wenn ich das allererst mal gespielt habe, habe ich mir gedacht, was? Das ist, warum ich ihn kenne. Darum weiß ich, wie ernsthaft er sein kann. Wir müssen ihn stoppen, Lady Lasher. Er wird ganz Ransai zerstören, wenn wir ihn nicht besiegen. Wir können das nicht passieren lassen. Darum habe ich entschieden, euch beizutreten, Lady Lasher. Ich weiß, es wird hart werden, aber wir werden das schon schaffen. Wir müssen gegen die Helden von Nobunagas Armee kämpfen. Wir starten mit Avia, Viperia, Crespo und Yaksha. Es kommen neue Burgen dazu. Wir können überall hin mit weiteren 4 Königreichen. Ich weiß, ich bin nicht stark, Lady Lasher, aber ich werde alles geben, was ich habe. Das hoffe ich. Und ganz knallhart müssen wir gegen den Psychotypen nicht mal kämpfen, sehe ich gerade. Der ist einfach so beigetreten. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, naja, das kann man so oder so sehen. Man könnte vorhin den Psychotypen herausfordern. Dann hat man das Problem, dass man mit den anderen wieder nicht kämpft. Also entscheidet euch, Leute, was halt für euch einfacher ist. Ich habe mich entschieden für Terrera einnehmen.
Illusio kommt einfach so dazu. Da ist jetzt nur der Held drin, also nur der eine mit den Galagladi. Sonst nichts. Und wir haben hier eine ziemlich geile, ja, wie soll ich sagen, mal was anderes. Fliegende Gebäude. Okay, Leute, ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen, der ein bisschen lustig ist. Und jetzt haben wir vier neue, ja, Königreiche. Hier haben wir Unlicht, Gestein, Flug und das müsste Geist sein, ne? Naja, eigentlich ist das Gift. Ja, das ist Gift. Geist kommt später. Ja. Geist kommt später. Okay, Leute. Bis nächsten Part. Werden wir Nobunaga aufhalten? Es sieht bis jetzt danach aus. Bis dann und ciao.